Alter. Wetterbericht. Wow! Ja, okay, jetzt muss Wetterbericht. Alter, sind die verrückt. Ich muss auch in die Box. Nochmal. Sind die verrückt. Alter, die haben mich in der Kurve beide überholt. Der eine links, der andere rechts. Ich muss nochmal in die Box. Jetzt bin ich wieder letzter. Fick mein Leben, Alter. Oh, Eriksen, das gibt's nicht, ne? Klar war es wieder meine Schuld, weil ich irgendwas umstellen wollte, aber... Oh, ist das hässlich, Alter. Fick dich, Eriksen, Alter. Warum bist du überhaupt hier? Ich bin jetzt 12. Ja, durch diese ganze Scheiße immer wieder, ne? Sind die aber auch wie Italien echt nicht schlecht, die Bots. Das ist echt, also ich... Synchro. Die Kamera war gerade wieder aus. Wir verlieren hier beide ordentlich. Nee, ich werde auf jeden Fall nichts mehr reißen. Ich war 7. Platz, ne? 7. Platz. Und jetzt bin ich letzter. Letzter und hatte schon 2 Stops und muss gleich nochmal auf Regen wechseln. Eieiei. Ja, aber das müssen die ja auch. Ja, aber die vielleicht wechseln sie nur auf Regen. Man weiß es nicht. Ja, vielleicht. Oh, das war Glück. Also die müssen auf jeden Fall einen Fehler machen, schlechte Boxenstops machen, warten, weil beide von dem Team gehen oder irgendwas. Ich brauche einen Safety Car oder irgendwas jetzt. Wir haben vorhin... Ja, ich würde auch einen Safety Car. Ich hatte zweimal richtig Glück und wäre auf Platz 7 gewesen. Oder war auf Platz 7. Na, ich bin gerade auf Platz 11. Aber ich glaube, jetzt würden wir beide einen Safety Car gut finden. Nach dem Start, ne, ohne Spaß. Nach dem Start, du hattest ja einen Unfall, aber ein anderer anscheinend auch noch. Und die standen auch wieder auf der Strecke und ich bin einfach rechts vorbeigefahren, weil da Platz war. Ein bisschen auf dem Gras war, aber ist ja scheißegal. Und dann war ich schon da, irgendwie 11. oder 12. Dann später sind sie nochmal stehen geblieben. Wegen mir. Und dann war alles super, ich war 7. Aber jetzt natürlich nicht super. Muss jetzt richtig stark fahren. Fett Hotlap. Wetterbericht. Sieht so aus, als käme der Regen. Wir erwarten ihn in etwa 5 Minuten. Okay, er sagt 5 Minuten Regen. Das ist scheiße. Ah, jetzt wäre 10 Minuten wieder besser. Das Spiel will mich verarschen. Die Bots wechseln safe nur auf Regen. Die machen ja, nicht ein Extra. Die machen kein Extra. Und dann bin ich am Arsch. Wie viel da bist du? 11. Warst du an der Box? Ich war an der Box, ja. Was, als ob. Also es ist verdammt spannend. Wir können natürlich immer noch was reißen, aber... Ja, aber Erster oder generell Podium ist unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Leute, wieder aus beiden Sichten natürlich. Guckt euch das an, haut rein. Das wird mega geil. Mega spannend. Und drückt vor allem die Daumen. Ich meine, wenn dann der Regen anfängt, kann man auch nicht mehr so gut überholen. Man ist langsamer. Ja, ja, das ist das. Kein DRS. Der Regen versaut halt. So wie ich jetzt fahre, fahre ich echt saugut. Aber das ist echt... Im Regen versaut es dann nochmal alles. Das heißt saugut, ich fahre halt relativ gut. Kenn ich nix. Ich hau jetzt so aufs Gas, ne? Das können mich jetzt gleich wieder raushauen und dann bin ich komplett weg. So, ich habe jetzt die Punkte vor mir. Er sagt nochmal 5 Minuten bis zum nächsten Gegen. Wann hätte man gewechselt auf 12, ne? Ja, Runde 12. Ja, das wird nix. Die gehen safe nicht. Es wäre halt so geil, wenn die nicht, wenn die nochmal gehen und dann. Erst, ja. Ne, aber... Ich hoffe. Alter, jo, wie schnell bist du ich denn? Ich hab ja gesagt, ich fahr grad richtig krass, aber... Alter, jo! Ja, das sind 2 Sekunden schneller als ich. Ich weiß, ich hab ja gesagt, ich fahr grad richtig krass. So hol ich mega auf, aber... Definitiv. Also, wie geil die Reaktion grad war. Mehr. Die Reaktion hat.
Hast du irgendwie einen Weg gefunden abzukürzen oder so? Ja, gibt so eine Luftlinie, weißt Alter. Oder eine Kurve. Nee, Magnussen. Er hält einen Platz 9. Oh, da ist gerade einer an der Box auf jeden Fall. Bitte fahrt einfach alle, ihr Idioten. Please. Ja, Rot ist ja auch die weichste Mischung, also ich weiß nicht, warum der jetzt gerade an der Box ist. Das ergibt eigentlich gar nicht so viel Sinn. Oh, lecker. Ich bretter hier in die Kurve rein wie so ein Gestörter, Alter. Junge. Also wenn es mich gleich wegfetzt und mein Reifen weg ist, dann wundert es mich tatsächlich nicht. Nicht so wie manch andermal. Manchmal wundere ich mich ja wirklich, aber das würde mich jetzt nicht wundern. Alter. Ich bin so gestört. Mann, ich wollte Platz 2 oder Platz 1 irgendwie jetzt werden. Ja, also ich hatte auch Hoffnung. Rang, das hätte ich die Chance. Ich hatte auch Hoffnung. Oh, auch Konstrukteur. Ich bin doch noch auf Platz 1 gegangen. Ich dachte, okay, im Rennen könnte ich so locker irgendwie aufholen. Und dann dieser Start, weißt du, ich wurde zweimal von links und rechts beim Start, einmal von Hamilton und Bottas und dann im Rennen. Das ist echt hässlich. So ein bisschen wie bei Rhein, wo die dich weggekickt haben wahrscheinlich. Es ist halt echt. Konstrukteur 16 Punkte. Du hattest 14 Punkte in der normalen und Konstrukteur 16. Wir hätten es schaffen können. Jetzt sieht es natürlich nicht optimal aus. Wo ist das scheiß DRS eigentlich? Nicht vorhanden. Ich weiß es nicht. Ich musste gerade ein Ultra ohne DRS überholen, aber ich war doch locker im Zeitfenster, oder nicht? Wie viel da bist du? Siebter. Wetterbericht. Kommen die nächsten zwei Runden. Wetterbericht. Ich meine. Kannst du ihn bitte fragen? Er sagt mir nichts. Wetterbericht. Okay. Wetterbericht. Sekunden. Es wird bald Regen geben. Okay. Ich schätze, dass es wirklich unter 5 ist jetzt. Ja, aber man muss ja dann noch nicht direkt wechseln und vielleicht. Ja, vielleicht wirklich, machen die noch also einen. Ich weiß es nicht. In Runde 12 und 13 gehen wahrscheinlich alle in die Box. Ich hoffe, Ferrari ja meistens früher, also Ferrari meistens in Runde 12, Mercedes meistens dann eine Runde später, also in Runde 13. Und wenn dann noch nicht auf grün ist für Intermediates. Ich hoffe es einfach so. Ich bete dafür. Bitte. Das wäre absolut geil. Das wäre echt. Das wäre noch unsere Chance. Dann kann man sagen, okay, eventuell. Eventuell. Haben sie. Oh. Vettel. Oh, Vettel war in der Box. Hab Vettel überholt. Vettel war in der Box. Okay. Interesting. Das heißt, ich habe einen Undercut gegen Vettel geschafft, weil Vettel hatte mich ja vor der Box überholt, also war ich hinter Vettel, bevor ich in die Box gegangen bin. Und nach der Box, perfekt, er gerade am Boxenausgang, fährt gerade raus, habe ich ihn überholt. Sauber. Der perfekte Undercut. Sauber, sauber, sauber. Das heißt, der Flügelwechsel hat an sich gegen Vettel schon mal was gebracht, aber eigentlich ging es mir ja nicht um Vettel, Platz 3, 4 irgendwie sowas, sondern eigentlich ja um Platz 1, aber den hatte ich ja ultra verloren gegen Hamilton. Wir müssen das mit den Wechsel jetzt nur gut timen, dass wir nicht eine Runde im Regen fahren. Ja. Sag aber mal, wenn du irgendwas siehst an Tropfen oder so. Ja, also mein Indiz, wann man wechseln muss, ist sowieso immer, wenn DRS ausgeschaltet wird, dann. Naja, klar, bloß es kann halt dann passieren, wenn man direkt vorbeifährt. Das ist halt ein bisschen. Ja, Ding. Ich weiß. Vielleicht kann man da ein bisschen vorausschauen. Das wäre natürlich recht unpraktisch. Ey. Hamilton immer noch nicht an der Box. Ja, normal war ja auch 12. Normal war ja auch 12. Ja, das ist komisch, weil ich bin jetzt Platz. Hamilton ist Platz 2?
Hamilton war offensichtlich doch an der Box. Jetzt wahrscheinlich. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Okay, Hamilton war in der Box und er hat 8 Sekunden vor mir. Ist 8 Sekunden Abstand. Und ich glaube, irgendein Racing Point Force India ist auf Platz 1, der war noch nicht an der Box. Er sagt, ich sollte mir überlegen, ob ich nicht die nächsten zwei Runden auf Regenreifen wechsle. Hat er mir auch schon gesagt, aber das ergibt für mich noch gar keinen Sinn. Ja, irgendwie. Für mich auch nicht. Wie viel da bist du? Weil es offensichtlich doch schon regnet. Ich bin Platz 3. Alter, krass. Mitten Platz 2. Oh nein, ich bin tot. Scheiße. Fuck, Alter. Es kann einfach nicht gut gehen. Das ist so ein Rotz, Alter. Komm, gib mir wenigstens Safety Car. Ein Rad auf dem beschissenen Kies. Und dann habe ich gedacht, okay. Wo stehst du, mitten auf der Strecke oder kann man vorbei? Das konnte ich nicht sehen. Ich glaube nicht mitten auf der Strecke. Ich komme da jetzt gleich hin. Also. Mann, das gibt's nicht, ne? Naja, Leute, schaut bei Mike vorbei. Da kann ich ihm gleich durchgeben, wie die anderen auch wechseln und so weiter. Mike kann auf jeden Fall noch einiges erreichen. Es ist gerade auf Platz 10. Haut rein. Ciao. Ciao. Noch hat keiner gewechselt, ne? Platz 19 und Platz 20 sind auch raus. Du bist 18. raus. Ich bin 18. ja. Ey, warum muss immer irgendwas passieren? Warum? Okay, jetzt sehe ich Tropfen. Auf jeden Fall. Okay, Hamilton ist jetzt auf Platz 1. Noch sind alle auf Trockenreifen unterwegs. Ach, ist das ärgerlich. Ja, das tut für Konstrukteur nicht gut, für normale Rangliste, für alles einfach scheiße. Das ist einfach hässlich. Soll ich wechseln? Kann ich dir erst noch nicht sagen, also noch hat keiner gewechselt. Jetzt wird es auf jeden Fall noch zu früh. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Wetterbericht. Der Regen könnte eine Weile anhalten. Leichter Regen für die nächste Zeit. Trockenreifen passen gerade am besten. Oh, meine Fresse, ne? Es kann nicht sein. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Waren alle schon mal in der Box, ja, ne? Ja. Wer war schon zweimal? War schon jemand zweimal? Du. Ja, außer mir. Van Dorn ist gerade an der Box. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Der hat sich gelbe Reifen geholt. Was? Oh, Bottas ist vor mir, lol. Der hat jetzt gerade seinen zweiten Stopp gemacht. Wer? Van Dorn. Achso. Bottas ist vor mir. Sind ganz viele auf Weiß, ne? Ja. Krass. Hamilton ist auch auf Weiß, Raikön ist auf Weiß, Vettel ist auf Weiß. Oh Mann! Wieso? Ja, es geht mir genauso in Belgien. Das ist halt. Es ist halt irgendwie einfach. Das ist so ein dummer eigener Wetterbericht. Der leichte Regen wird mindestens 20 Minuten anhalten. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen. Irgendwie hätte ich noch Bock, die nächste Rennstrecke zu fahren. Weil ich nicht genug Punkte geholt habe, wie ich wollte. Ja, ich leider auch nicht. Ich leider auch nicht. Abstand zum Hintermann beträgt 1,9 Sekunden. Ich hab halt
auf Belgien gar nichts geholt, du hier nicht. Ich sag ja, also es muss immer irgendeinen Idioten geben von uns, der rausfliegt. Einmal bin's ich, einmal bist es du, das ist unglaublich. Warum kann es einfach nicht einfach mal gut gehen? Einer ist an der Box, was wechselt er? Das ist Hartley, der hat auf Gelb gewechselt. Okay. Vielleicht regnet es ja sogar so, dass man wirklich nicht wechseln muss. Guck mal daran, Alter. Oh, das wäre richtig hässlich. Zum Glück bin ich raus. Danke, cool. Auf sowas alles achten. Oh, scheiße, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Das ist ja theoretisch auch dazu kommen kann. Aber er hat ja eigentlich immer gesagt, ja, ist gerade so im Zwischenraum, man könnte wechseln oder nicht oder so. Also der Boxenfunk hat sich immer so angehört, als müsste man irgendwann wechseln, finde ich. Du willst es mir jetzt nur schön drehen. Ich hoffe, dass man jetzt bald wechselt. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 37,4 Sekunden. Wenn ich jetzt nochmal wechsle, ne? Dann ist komplett RIP. Aber du musst auf jeden Fall noch irgendwann wechseln. Ja, ja, aber auf Regen hatte ich gehofft. Ja, das. Frag nochmal den Boxenfunk, was er sagt. Nach was soll ich fragen? Nach Wetterbericht. Wetterbericht? Aha. Wetterbericht. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Trockenreifen passen gerade am besten. 20 Minuten leichter Regen. In 20 Minuten oder? Noch 20 Minuten. Also sieht so aus, als wäre das der Regen. Ja. Hilf mir! Was soll ich jetzt tun? Also mein... Oh, mein einer Reifen ist auf 42, 31, 37, 24. Hülkenberg ist an der Box, ich sag dir gleich, was er drauf zieht. Gelb. Gelb. Ja, ich würde auch sagen, dass du auf Gelb wechselst. Gelb. Jetzt gleich. Ja. Ich würde gerne an Bottas vorbei, ihn ausbremsen, dass er mir drauf fährt, dass er rausfliegt. Und dann an die Box. Vorher möchte ich eigentlich ungerne. Mann, warum kann es denn keinen Regen geben? So richtig. Hätte ich jetzt mehr Bock drauf als so eine Scheiße. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist auch echt alles Scheiße. Weil ich war ja schon zweimal in der Box. Boxenstopp. Wetterbericht. Boxenstopp. Okay, dann halt nicht. Fahr ich einfach so rein. Fuck it, Alter. Fahr raus, fahr jetzt raus. Komm bitte, Zehnter. Gas. Gib Gas, Junge, komm, gib Gas. Mann, nimm doch Gas! Das gibt's nicht. Ihr holt mich fast ein. Oh, jetzt muss ich auch noch auf Gelb fahren. Mann, ey.
Gelb sind aber eigentlich voll die geilen Reifen. Ja, aber jetzt, ich habe echt darauf gehofft, dass ich diesen einen Stopp mir spare. Verständlich. Und jetzt kommt so eine Scheiße, ne? Jetzt war ich schon dreimal an der Box. Jo, Quersteher auf jeden Fall da. Du bist jetzt in den Top 10, weiter so. Du bist 58 Sekunden hinter Platz 1. Oh, cool. Ist machbar, ne? Ja, also es wird ganz genau niemand Hamilton einholen, weil auch Platz 2 hat 13 Sekunden Abstand. Zu Hamilton? Ja. Okay, krass. Dann heißt das, der wird mich immer weiter einholen. Wenn nicht sogar überholen. Und dabei hat es so gut angefangen. Ich war als 20. gestartet, direkt 8 Plätze oder so überholt. Dann später nochmal irgendwie 5 Plätze. So alle auf einmal, so ohne irgendwas zu tun einfach. Ohne groß was zu tun. Einfach mitgenommen. Dann so eine Scheiße. Ja, bei mir lief es von Anfang an schlecht. Ja, das Training... Am Start von Platz 1 und Platz 2 überholt. Dann in der ersten Runde nochmal Platz 2 immerhin zurück überholt. Mit kaputten Frontflügel. Und dann irgendwann von den beiden tollen Ferraris überholt worden, die meinen Frontflügel dann komplett kaputt gemacht haben. So ja. Dumm, ey. Und dann aber mit einem Heimauto selbst verschuldet rausgeflogen. Aber Platz 1 hätte ich nie im Leben. Aber ich hätte Platz 2 geschafft. Platz 2 hätte ich geschafft. Was? Platz 1 hätte ich nicht geschafft. Ja. Das war richtig krass. Ich war Dritter und direkt nachdem ich rausgeflogen bin, wäre ich eigentlich Zweiter geworden, weil Ocon war das dann, glaube ich. Der ist an die Box gegangen. Also ich wäre direkt auch Zweiter geworden, weil Hamilton dann direkt danach auch Erster geworden ist. Also. Ja. Ich meine, ich hatte 8 Sekunden oder so Abstand zu Hamilton, den hätte ich eventuell, wenn ich gut wenn ich richtig gut fahre, auch nochmal gepackt. Wobei, nee, ich hätte dann auch nochmal mal in die Box gehen. Ja, okay, Hamilton hätte ich nicht gepackt, aber ja, hätte was reißen können. Du gewinnst ordentlich Abstand. Oh shit. 3 Sekunden Zeitstrafe! Kreative Interpretation, was die Streckenbegrenzung angeht, nicht so toll. Du hast gerade 3 Sekunden Strafzeit erhalten. Die werden da hinten dran gerechnet, ne? Ja. Erinnere mich später nochmal, nicht, dass ich das vergesse. Ups. Passiert. Konnte da nichts mitmachen. Kurve ist aber auch manchmal echt hässlich. Es ist so anstrengend. Ich will jetzt wenigstens ein Rennen gut fahren. Ist Belgien schon nicht so gut gelaufen? Also Magnussen und Hülkenberg sind ja immerhin nah vor dir. Ah. Also als 8 kannst du noch schaffen. Danach... Boah, ob du mehr als Platz 8 schaffst, ich glaub's nicht. Das ist ja das Problem. Aber es sind immerhin 4 Punkte. Ja, Red Bull insgesamt 4 Punkte, toll. Okay, wir bleiben auf jeden Fall in der Konstrukteursmeisterschaft nach diesem Rennen Dritter. Ich bin weggerutscht auch nochmal. Wer ist da vorne noch? Hartley oder was? Ich weiß, die Bedingungen sind hart, aber bleib dran. Ich glaube nicht, dass wir für die Strecke schon Intermediates brauchen. Thank you.
Please. Oh, leck. Was ist da passiert? Ich bin ein bisschen riskant da reingefahren. Mein Auto aber noch gerettet. Das schief gehen können. Ja, moin, wir mich. Gegen wen fährst du da gerade? Toll. Ah, ja, ah. Ja. Ui. So. Ach krass, nee, du kannst noch Platz 7 schaffen. Jetzt lese ich die. Ja, ich habe das mit dem Intervall falsch gelesen. Ja, also Hülkenberg und Gasly kannst du noch überholen. Okay. Hülkenberg ist 4 Sekunden vor dir. Und wenn du den gepackt hast, hast du auch fast direkt Gasly, weil. Okay. Ja, die sind. Ah, okay, Hülkenberg überholt sogar gerade Gasly, also die sind genau nebeneinander. Also 4 Sekunden bist du gerade weg von 2 Autos. Also Platz 7, das heißt für dich. Sind das 6 oder 8 Punkte? Ich weiß es nicht. Kenn mich nicht, ja, ne. Nicht so krass aus. Aber. Ich auch nicht. Ja. Gut, dann schaffst du es, wenn jetzt nichts weiter passiert, auf Platz 7. Ist natürlich kein Traumziel, aber. Ist ja. Immerhin okay. Annehmbar. Immerhin für mich gut, dass Hamilton auf Platz 1 ist. Vettel ist jetzt gerade auch hinter mir. Der wird natürlich nach dem Rennen vor mir sein, das ist schon mal sicher. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich... Ich weiß nicht, ob mich Hamilton überholt, kann sein. Das weiß ich nicht. Bin jetzt gespannt, vielleicht fängt es nochmal das Regnen an und es kommt alles ganz crazy. Aber weiß ich so, ja, ich glaube nicht, dass er mit irgendwie noch Weltmeister werden kann. Zack, zweimal. Erster. Zweimal richtig gut gefahren. Erster, zweiter. Und ich habe noch gesagt, ich glaube schon, weil so weit war der nicht von mir, habe ich gedacht. Der war ja doch ein bisschen weiter, als ich dachte, aber ja. Nein, nicht schon wieder, Mann! Okay, hier ist. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst ihr die Rettung. Kämpfst du gerade noch ziemlich. Hä? Gasly hast du, Hülkenberg 1,6 Sekunden. Ja, und ich muss auch noch 3 Sekunden wegfahren. Oh, stimmt. Das ist ja richtig crazy hier. Das heißt, du wärst eigentlich jetzt gerade 9. Ha! Was ist denn das? Wir sind beide eigentlich heute nur ein Rennen gefahren. Ja. Oh, ist das traurig, ey. Ich hab noch ein paar Runden zum Glück. Zu einfach wird's nicht. Nee, da ist absolut an Italien nichts einfach. Ich muss hinter ihm bleiben, sonst hau ich da wieder in der Kurve raus. Oh Gott. Du wolltest mich gerade drehen. Komm bitte, ey, das muss Platz 7 werden, das kann doch nicht sein. Mann, geh weg! Mit allen Mitteln jetzt. So, 30 Sekunden wegfahren jetzt. Aus.
Einstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf. Das gibt's nicht. Was will der von mir? Verpiss dich. Ich hab so Angst. Der gute Nico. Guck mal, wie er kommt. Nein! Ja. Ich weiß, die haben auf Italien wollen die alle dich überholen. Das ist so krass. Ich wurde ja auch mehrere Male überholt. Also ich hatte da auch teilweise, also ja. Ich hatte da echt gar keine Chance. Da kann man nicht gegenhalten. Fick dich. Wie du den einfach nicht vorbeilassen willst. Ja. Klar, hier, fahr. Hm? Das ist gleich wieder da. Wie soll ich denn 3 Sekunden Abstand gewinnen? Guck dir den Pisser doch mal an hier. Das wird echt knapp. Du bist in der 25. Runde. Danke, dass du mich so motivierst. Ich bin dir sehr dankbar. Meine Kamera ist wieder aus. Übrigens, du wärst gerade aktuell auf Platz 9 und nicht nur auf Platz 8. Was? Ja. Ich glaube, wir uns so betteln, dass der andere Pisser auch noch rankommt. Doch, ja. Der ist 2,5 Sekunden von euch weg. Fuck my life. Ach nee, warte, der ist 2,5 Sekunden von Nico Hülkenberg weg. Ah. Ja, okay, dann bist du ganz knapp, bist du gerade ab. Ja, wenn ich mich jetzt nicht drehen würde. Okay, es wird definitiv rutschiger. Ich rutsch die ganze Zeit weg. Reifen werden wahrscheinlich schlechter. Ich hab 25 auf dem schlechtesten. Okay, jetzt wärst du auf jeden Fall gerade 9. Ich bin 25 auf dem schlechtesten Reifen. Das einiges. Okay. Dann wird es wahrscheinlich gerade wirklich echt schlechter. Kannst du ja nochmal einen Boxenstopp machen. Ja. Kann ich nix. Jetzt kommt er gleich wieder. Geh einfach weg. Ah, jetzt wärst du gerade mal wieder 8. Jetzt wärst du wieder 9. Kannst du mal aufhören? Ich fahr einfach wieder her. Ja, jetzt ist es noch nicht drauf. Okay. Wie langsam muss ich denn fahren, damit ich. Jetzt musst du aufpassen. Wie langsam muss ich denn fahren, dass ich keine Zeitstrafe krieg? Das ist so unglaublich. Ich konnte nicht mehr bremsen. Ja, der hättest du noch viel, viel langsamer fahren müssen, um da keine Zeitstrafe zu bekommen. Ich konnte wieder nicht bremsen. Ja, warte. Ich muss mal. Und du musst aufpassen, dass du nicht 10. wirst. Okay, ja, ne, 10. wirst du nicht, du wirst 9. Ha, 2 Punkte. Ist eigentlich auch absolut scheiße. Aber du hast gesagt, du bist schon zufrieden, wenn du einen Punkt bekommst. Hast du vor dem Rennen gesagt. Tatsächlich auch. Das meine ich vollkommen ernst. Sehr gut, mein F1 hat plötzlich einfach so keinen Sound mehr. Einfach ausgegangen gerade. Ja, kein Bug oder so. Letzte Runde. Oh, du wärst aktuell. Was? Du wärst aktuell Platz 8. Mit den 6 Sekunden. Ja. Oh, hättest du mal die anderen 3 dir nicht geholt, du hast dir das so leichtfertig abgeholt. Ja, ich konnte nicht mehr bremsen. Wärst du sogar, mit 3 Sekunden wärst du sogar nur noch Platz 7. Was? Ja, du hättest es jetzt gerade geschafft, du bist 3,1 Abstand. Er kann denn nicht einfach stehen bleiben kurz? Ich weiß nicht, was da gerade passiert, aber der verliert ultra Abstand. Und ja, gerade wärst du wirklich Platz 8. Krass, was da passiert? Ja, aber nicht Platz 7. Die sind gerade plötzlich richtig langsam. Aber nicht Platz 7, ja, weil es stärker anfängt zu regnen. Nö, Hamilton hat gewonnen, fick dich. Safe dreht's mich jetzt nochmal raus. Und ich bin gar nichts. Ich bin einfach Platz 11 oder 12 oder so. Mann, ey, warum hab ich nochmal 3 gekriegt? Ich konnte einfach nicht mehr bremsen und dachte, ja, fick drauf, fahr einfach drüber.
Ja, Platz 8 ist es. Glück gehabt, dass Gasly da jetzt wirklich nochmal richtig, richtig langsam geworden ist, die letzten beiden Runden. Kamera ist schon ein bisschen länger aus, aber... Alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz hoch. Das ist richtig scheiße. Das ist wirklich richtig kacke. Können wir die zwei Rennen nicht nochmal aufnehmen? Elke nicht, aber ich... Ach man. Ich meine, wir kommen ja... Also, noch ein bisschen haben wir hier Zeit, also Weltmeisterschaft entscheidend ist jetzt, also entscheidend, was heißt entscheidend? Natürlich ist alles entscheidend, aber es ist noch alles möglich, aber das heute mit Italien war natürlich nicht gut. Ja, mit Belgien war es auch nicht gut. Für dich vielleicht, aber es war allgemein scheiße. Hamilton hat mich überholt, ja. Okay, die Rangliste, achso, wir gucken erstmal nochmal, genau, also Hamilton Platz 1, Vettel 2, Raikön Platz 3, Bottas zum Glück nur Platz 6, das ist für mich ziemlich gut. Wir schauen mal auf die Rangliste. Ja, Mike ist jetzt auf Platz 6. Wir haben ja in der letzten Folge schon, oder auch in dieser Folge gesagt, das ist ein absoluter Kampf da vorne. Ja. Zwischen wirklich Red Bull, Ferrari und Mercedes können alle 6 noch die Fahrermeisterschaft gewinnen und Konstrukteursmeisterschaft. Deswegen, das ist echt richtig spannend. Ich habe, ja, jetzt zum führenden 22 Punkte Abstand, also immerhin noch in direkter Reichweite. Vettel hat mich wieder überholt. 10 Punkte Abstand von zu Vettel und ja. Es ist alles möglich, es ist alles möglich. Natürlich haben wir bei den heutigen 2 Aufnahmen, ja, irgendwie die Situation nicht besser gemacht. Das aber stimmt. Wie sieht's bei der Konstrukteur? Es ist... Oh ja, 45 Punkte, das ist jetzt... Also da wird es jetzt langsam bitter. Weil wir wirklich... In letzter Zeit wirklich immer nur einer gut gefahren ist. Dadurch wird es da jetzt langsam bitter. Also wir müssen wirklich wieder... Ich meine, wenn einer gewinnt und der andere... Ja, okay, vielleicht dann nicht Zweiter, sondern... Bei Ungarn bin ich ja immerhin noch auch Achter oder so gewesen. Das wäre nicht so schlecht. Aber ich meine, wenn man Sechster, Fünfter oder irgendwie sowas wird... Und ja, dann... Aber so... So ist es hart. Vor allem, weil Ferrari konstant, also Mercedes zieht sich ja manchmal auch wirklich auseinander, aber Ferrari konstant immer Zweiter, Dritter irgendwie. Nun gut. Und damit sind die echt weit vorne. Wir hauen auf jeden Fall wieder raus. Bis zur nächsten Aufnahme. Vielleicht noch ein bisschen üben, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, ob ich dazu komme. Aber wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir die nächsten beiden Rennen, die wir aufnehmen, ja, ein Doppelsieg Minimum haben. Zwei Doppelsiege wären natürlich heftig, ja, ein Doppelsieg und ein echt gutes Rennen, wo einer halt, wie du sagst, Zweiter und Vierter oder Erster und Dritter oder irgendwie sowas halt, ne. Dann sind wir wieder nah dran und ziemlich gut dabei. Ja, hoffentlich kriegen wir das hin. Danke fürs Zuschauen, lasst die Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.